Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bausimulator. Der nette Herr hier dreht ein paar Runden, ne? Aha. Ganz Dinger wieder hinstellen, gell? Man nimmt jetzt erstmal den Sonderauftrag, eine Investition in die Zukunft. Okay. Hallo. Was haben Sie vor? Wo ist denn der Kerl diesmal? Er ist dort. Was brauchen wir als erstes? Hey, komm mal her. Nimm den, die Zugmaschine, mir egal, wir brauchen die Walze. Irgendeine Zugmaschine auf. Brauchen wir danach. Handgrundierung, Generator und Toilettenkabine. Wo ist ein Pritschenwagen mit Kran? Dann lad du mal die Walze auf und die Schulden. Ich habe das Gefühl, die Sachen sind schon wieder so laut. Die Geräte. Okay, wir brauchen zwei Wandgrundierungen und Generator. Einen großen General. Und wir brauchen zwei mobile Teile. Okay. Aber dann nicht mehr Vorarbeiter sprechen. Ne? Einfach nur hinfahren. Wenn du aufgeladen hast. Überhaupt noch da? Hallo? Ja, ja. Achso. Ja, keine Ahnung, ich kriege hier keine Antworten. Gut, solange du das machst, was du machst. Ja, ist gut, also. Das ist ja nett. Und da. Ah, ups. Kackholzchen stehen ja auch da. Ja klar. Bin nur gespannt, ob ich alles aufkriege. Eigentlich ich hätte ja noch die Idee, wir können ja zu Null ausprobieren, ob wir hier vorne was zu aufstellen können. Ja, man kann draufstellen, kann man da schon, das muss dann vorsichtig fahren. Ja, ob es gefischert wird oder nicht. Weiß nicht. Hey. Nimm mal erst den Generator. Ja, das ist schon geluscht. Ne? Oder musst du mal schnell? Nein. Ich glaube, ich würde es jetzt Probleme machen. Weil der Generator wahrscheinlich zu schwer wäre. Wahrscheinlich. Bei der Entfernung. Irgendwie wackelt hier ein bisschen was. Noch ein Stück. Ich sehe es schon. So, weiter geht's. Scheißhäuser. Oh, ist ein bisschen eng. Ich würde nicht, wenn du sie daneben noch hinbekommst. Ich glaube schon. Mhm. Ah, ich probier's mal. Mm-mm. Geht's? Mm-mm. Nö. Das ist Wunder. Warte mal. Ich bin jetzt ganz verrückt. Geht? Mm-hmm. Kriege ich das andere oben auch noch drauf? Nee, wahrscheinlich. Nee, ich stelle es neben dran. Also auch auf den Generator drauf. Nicht auf das andere. Da hängst du an die Ampel, ey. Probier mal. Du musst bei dir Empfindlichkeit bei deinem Ding einstellen, gell? Bei Discord. Weil du manchmal abgehackt bist. Haben wir fest? Ist? Ist fest oben, oder? Also ich hatte noch einen Punkt. Also fest habe ich gemacht. Nee, okay. Das ist noch lose. Na geil. Aber zumindest wird nicht gesagt, wie es nicht ist. Ist fest? Ist fest, ja. Attacke. Ups, stütze noch. Hast du Navi? Okay. Okay. Guck mal trotzdem kurz bei der Ampel mal kurz. Wenn ich jetzt in Innern sich gehe und dann. Der LKW zieht nach links, ey. Ich glaube, das passt, aber ich probiere trotzdem die Ampel zu meinen. Ich will mein LKW zieht nach links. Jetzt steht ein Auto auf der Straße. Gib mal Gas da vorne. Nee, danke. Oi. Dann eine Ampel. Laterne. Wieder da oben hin. Nee. Nicht ganz. Ich bin ohne. Nicht drüber ziehen, Junge! Da war eine 30er Zone. War. Ja. Ich kann kein Sinn mehr. So, warte mal. Oh, die Walze zuerst, gell? Mhm. Ey, oh Mann. Wir haben Bildungsinitiative, ach. Schule, ei. Ach so. Sei doch nicht so ins. Hä? Alter. Okay, das heißt, wir bauen was auf, wo die Kinder Unterricht haben, während die Schule neu gebaut. Ach doch, das habe ich schon mal gemacht. Aber die Schule habe ich schon nie gebaut. Ist vorbei? Als die Absperrung stehe, hallo. Kann er auch hier draußen verdichten. Nee, besser nicht. Ist hier den Grabenplatz? Ach, da habe ich so ein Ding am Laden muss. Na eben. Da hinten muss er verdichtet werden. Sicher ist sicher. Okay.
finde es auch interessant, wo die Erde hierher kommt. Wo ist die Schule überhaupt? Ach da. Oder? Nee. Segenhaus. Kann man dir helfen? Achso, außen ist auch verdichten, okay. Na ja, gut. Verdicht halt mal alles. Wir sind voll Profi am Werk, oder? Kann das sein? Natürlich. Ah, ich merk schon. Ich merk's. Können wir die Walze können wir dann gerade aufladen und zur anderen Baustelle bringen. Das da war sehr schön. Linie 2. Ah, bist du gleich fertig. Dann steig ich schon mal ein. Sie sehen hier, man sieht hier die Ladungssicherung, ey. Ach, ist bald. Gut. Da was brauchen wir? Och. Wir brauchen alles, okay. Ich hab schon gedacht. Mehr ist es ja gar nicht. Wo kommen da die Container her? Junge, fall bloß jetzt nicht hier unter, du Scheißwalze. Och, jetzt bin ich hier eingestiegen, hab die Sicherung nicht entladen. Was? Ich hab die Sicherung nicht entladen. Ja. Kommt die denn vorwärts nicht da hoch? Rückwärts. Hat sie keinen Bock gehabt. Scheißhaus Nummer 1. Ich frag mich wirklich, wo die Schule ist. Gibt's hier bauen? Ja, nee, das alte Gebäude wird ja abgerissen. Deswegen tun wir hier die Ersatzcontainer hinstellen. Scheißhaus Nummer 2. Das heißt, da steht irgendwo eine Schule. Gut, vielleicht haben wir am Ende da. Eigentlich das Gebäude da unten oder so. Nee, mit Balkon, genau. Der kann doch sein. So, Generator. Auf jeden Fall wird da nämlich die neue Schule hingebaut. Wo das andere Gebäude steht unten. Oder? Ja. Ey, vielleicht habe ich schon mal angefangen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, in der Schule habe ich schon was zu tun gehabt. Aber das Drehbohrgerät? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Oh, dieser LKW, ey, der macht mich irre. So, ich fahr hier weg. Gut. So, habe. Es können deine Container kommen. Weißt du, wo du hin musst? Eben wie ein Tisch. Ah, ja. Da kommen auch schon die Container. Ah, okay. Wieso bauen wir den nicht auf? Och, Mann. Wäre doch geil gewesen, beim Stahlwerk Container geholt. Mobil gerade aufgestellt. Und Mann. Ich. Sind sitzen können. Wir sind nur die Handlanger hier. Oh Gott. Ey, ja, Geld, wir müssen nur die Scheiße haben. Wir müssen nur die Scheißhaushütten aufstellen. Na ja, und Strom. Und ein bisschen Wandgrundierung. Was keinen Sinn macht eigentlich. Egal. So. So, wo habe ich jetzt meinen Tieflader abgestellt? Sonderaufträge. Die neue Schule. Wenn du ja, jetzt noch nicht. Wenn du irgendwo einen Tieflader stehen siehst, sag mir mal Bescheid. Warum? Wir haben ihn verloren auf dem Weg, also. Wie? Hä? Ah, ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Was? So, und wir haben letztens gewundert, wo der ein. Wie der eine Auflieger da mitten in die Stadt kam, gell? Ja. Der stand in der einen Folge auf dem Firmengelände? Ja. Und in der nächsten nach dem Spielstart stand er da auf der Straße. Ah. Das heißt, er wird wahrscheinlich beim Spielstart irgendwie die Furt geflogen sein oder keine Ahnung. Warte mal, da muss ich kaum was abbiegen. Ich bin ein Spektakel davon. Ich wollte gerade zu Firmengelände fahren. Ich bin auf der Karte nochmal gesehen, da ist noch was. Muss ich mal kurz gucken, gell? Er ist nur lang. Au. Kümmern wir mal uns kurz um die Baustelle. Halleluja. Ich war hinterher. Ich fahr jetzt einmal auf gut Glück. Wie? Ich hab kein Navi an. Ja, nach einer Minute nach Wolfsheim. Oder glaube ich, ist das. Ah, okay, dahin. Warte, dass da irgendwie rumrutscht oder was? Oh Gott. Auto. Ey, Mann. Bei Volldeppen hier. Verstanden? Ja, komm, ich fein. Bei Tage, wenn er einen Unfall baut, muss ich mir angucken. Ja, ich krieg dich noch. Wie schnell fährst du? 80. Okay, ich krieg dich. War 97. Da wird's laut. Oh. In den Tunnel. Und es geht sogar noch. Ja. Ich hab schon auf die Reaktion gewartet. Aber irgendwie hast du mich anscheinend nicht gesehen. Natürlich hab ich gesehen, natürlich. Ich hab ja rübergelenkt, aber anscheinend nicht weit genug. Und zu spät. Ja, klar. Du hättest vorher schon rüberlenken müssen, bevor ich neben dir bin. Ich hab zwar kein Navi an, aber ich weiß, wo es ist. Find es aber schön, dass es noch Baustellen gibt hier. Komm auch mal wieder gehen. Ja, bin schon schlau, gell? Ich wollte doch eigentlich nach wohin fahren. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Hilfe!
Ich lieg hier im Graben. Ach nü. Naja. War eigentlich zum Baustoffhändler schnell. Gran. Ja, da steht ein Gran. Das ist der kleine Gran. Den habe ich da letztes hingestellt. Ups. Na, das ist schon eine Firma im Gelände. Wo man 2 Tage lang bleibt und dann wird man größer. was brauchen wir denn? Irgendwas mit Armierungseisen und so, glaube ich. Ich hätte überlegt, das in der Stadt gleich mitzunehmen, aber. Hatte ich keinen Bock. Eieiei. War hier ein Scheiß zusammen. 3 Armierungseisen und 2 Bitum. Okay. Du bist ja schon mal verdichten, eieiei. Bist ja schon beim Verdichten. Den Auftrag hier oben habe ich noch nie gemacht. Oh. Man muss halt wegen dem Maschinenstück schon fahren, um herzukommen. Da kriege ich alles auf einmal mit. Bei mir ganz recht. Und mit den Armierungseisen immer so was. Geht das? Gut, geht. Geht, geht. Perfekt. Weil momentan kann ich die ganze Zeit mit ausgeklappten Stützen fahren. Finde ich interessant. Immer. Gut, vielleicht weil ich auch die ganze Zeit mit den Kran zurücksetzen immer, aber. Egal. Ja. Muss nur die Betum aufladen. Gut. Mal schnell sichern. Und dann komme ich sofort. Denn ich komme mir gleich so ein Bekloppter damit Walz eingehen. Oder bist du schon fort? Ich verstehe halt gerade nicht, wieso die sich nicht aufladen lässt. Nee. Oh. Nein! Bitte ausfahren. Okay, ich stehe wieder. Ich glaube, mein Schwerpunkt ist ein bisschen hoch. Eine Laterne. Hast du doch. Nee, warte. Nee. So. Weg. Ja. Wenn das so ein kleiner Hügel ist oder was? Kann sein, keine Ahnung. Die Kante davon ist ein bisschen blöd an der Straße. So lädt man am Jungseisen ab. Man kettet das unterste dran und dann lebt man alle runter. Gut. Dann den Pritschenwagen wieder weg. Ich glaube, die nächste Aufgabe. Dann steht hier gleich ein Haus. So. Gießen. Na, nee, nicht jetzt. Fahre jetzt zurück zu viel im Gelände. Machen wir später weiter. Hier liegen so viele Laternen rum, Alter. Und ein Schild. Wo bist du lang gefahren? So, sag ich dir. Ja. Dann ist aber die Autobahn, oder? Aber gut. Schlecht. Dann danke fürs Zuschauen, dass Night damit euch gefallen hat. Wir fahren zu vielen Gelände und dann guck mal nach dem Drehbaugerät. Also, ciao.